ist hautregenerierend, also das gehört zu den Anti-Aging-Mitteln. Zu was? Anti-Aging. Also es regeneriert die Haut. Das heißt, die Haut wird schön glatt, auch nach zum Beispiel werden schön geglättet. Und, das polstert die Haut schön auf, weil sich die Haut mit dem Rotklee Feuchtigkeit einlagert, ohne dass Feuchtigkeit in der Salbe enthalten ist oder in der Creme. Und diese verschiedenen Farben, was wir sehen, sind das je kräftiger junge. Die Farbe, ja. Desto mehr Wirkstoffe. Ja, genau. Und ist es junge, ja? Die sind jetzt noch jung. Der Wirkstoffgehalt kräftiger. Okay, okay. Und ich verwende nur die Blüten? Ich verwende fast nur die Blüten. Weil es ist ja auch so, wieder zu den Sammelregeln, wenn im Frühjahr zeitig die ersten Blätter da sind, dann haben die den größten Nährstoffgehalt. Wenn dann später die Blüten da sind, dann haben die Blüten den größten Nährstoffgehalt. Wenn dann die Samen sind, dann haben die Samen den größten Nährstoffgehalt. Und wenn dann später alles vertrocknet ist, dann ist die ganze Kraft wieder in den Wurzeln. Genau das ist der Kräuter-Jahreskreislauf. Und zu den Pflanzen, die Sie nicht riechen können, die Ihnen nicht schmecken, die Sie vielleicht einfach übersehen, die brauchen Sie ganz einfach. Für jeden ist ein Kräutlein gewachsen und das, was wir nicht mögen, brauchen wir. So einfach ist das. Hier recht bleich, also blass von der Farbe her. Sonst ist das kräftig rosa. Und das Mutterkraut wird ganz viel zum Wundheilen, Blutstillen verwendet, Unterleibsgeschichten. Also mit denen haben sie dann praktisch nach der Geburt, wenn die Blutung zu stark war, haben sie mit der Wurzel das Blut gestillt. Geil. Wie haben die das dieses da Jahr gehabt? Schaut sie nicht mehr raus. Da macht man eine Tinktur drauf und kriegt die äußerlich auf und mit Schnaps schnell trinken. Ja. Welche? Das ist das Mutterkraut. Mutterkraut, ja. Das, was wir schon da das hatten. Auch, das hat nur, es ist schon relativ verglüht. Ja, das ist nicht mehr die Farbe, aber da sieht man es. Also ich habe noch nie in den letzten Jahren so viel Mutterkraut gesehen wie dieses Jahr. Das bedeutet möglicherweise, dass das heuer sehr viel gebraucht wird. Es ist fast immer so, dass die Pflanzen kommen, die gebraucht werden. Von wem? Von uns Menschen. Ja. Und ja. Das ist wilder Kümmel. Und jetzt schauen wir uns genau die Blätter an. Das sind die Blätter. Die schauen ein bisschen wie die Karotten aus. Gell? Und die Blüten sind, wenn man die von der Ferne betrachtet, schauen die so ein bisschen grau aus. Wenn man sie ganz nahe anschaut, dann sieht man, dass die richtig schön rosa sind, ganz zart rosa. Und die haben nicht diese abstehenden kleinen Stängelchen, sondern die sind ganz flach. Geil. Und das ist der wilde Kümmel. Und jetzt lasse ich jeden mal die Samen probieren. Bitte essen. Beim Brennnessel, wenn Sie Brennnesseltee trinken, ist es ganz, ganz wichtig, wenn Sie eine Tasse Tee trinken, dass Sie danach 200 Milliliter Wasser nachtrinken, weil durch die stark entschlackende Wirkung entwässert man einfach stark und dann braucht der Körper noch Flüssigkeit. Okay. Und eine Kur sollte nie länger wie 3 bis 4 Wochen dauern, weil einfach der Körper zu stark austrocknet, der Körper gewöhnt sich an die Pflanze und dann mache ich 3-4 Wochen Pause und kann nochmal anfangen. Wenn ich möchte. Was heißt Kur, dass man dann jeden Tag so eine Tasse trinkt? Ein bis drei Tassen. Ah, ja, genau. Okay. Also richtig kurweise. Eben wenn die Blutwerte schlecht sind. Theoretisch kann ich im Januar Blutproben machen und dann eben sehe ich, die Werte sind nicht in Ordnung. Dann mache ich die 3- bis 4-wöchige Kur, 3 Wochen Pause, nochmal 3 bis 4 Wochen Kur. Und danach mache ich nochmal Blutproben und
kann den Unterschied sehen. Die Wurzel natürlich fürs Bindegewebe, Haut, Haare, Nägel ganz großartig. Ich kann eine schöne Tinktur draus machen. Wenn jemand zum Beispiel Haarausfall hat oder schütteres Haar oder dünnes, glanzloses Haar, Brennnessel, wirklich als Haarspülung verwenden. Ganz viel Kieselsäure enthalten ist. Kann man das essen? Das kann man essen. Schau, probier live. Nein. Und die Blätter natürlich kann ich wieder als Wildgemüse essen, entweder blanchiert oder frisch, einfach klein schneiden, in Salate rein, in die Smoothies rein mixen, als Breiumschlag bei starken Schmerzen. Wirklich starken Schmerzen kann ich das so, Matthias, auflegen. So. Dann die Samen. Das sind Superfoods. Das riecht nicht viel. Das sind richtige Superfoods, also das sind hochkonzentriert Nährstoffe enthalten. Stark vitalisierend. Für die Männer ist es ein Potenzmittel, die Samen. Und ich kann die Samen pur essen oder einfach kurz in Öl dünsten. Und zum Beispiel auf die Kartoffelsuppe, das schmeckt fantastisch. Und wenn Sie sich zum Beispiel mal ein frisches Wasser, einen Krug, einen Liter aufstellen und Sie geben 3-4 Brennnesselblätter rein, lassen das 1 Stunde oder 2 Stunden stehen. Sie werden staunen über das Aroma. Und noch kannst du das Blattl nehmen. Die unteren nicht, bleiben da weg. Das ist das Mariengras. Es wird auch das heilige Gras genannt. Und das hat man früher bei Geburten, weil praktisch das Neugeborene willkommen zu heißen, hat man das veräuchert. Und haben die sich sofort geborgen gefühlt. Das kennen Sie vielleicht, das breitet sich sehr gerne auf dem Rasen aus. Ja, das sieht hübsch aus. Das ist der Günzel. Ah, Günzel. Der kriechende Günzel. Es gibt drei Arten. Es gibt den Flaminenwürfel Günzel, den aufrechten und den kriechenden. Alle drei haben sie. Antivirale Wirkung, das heißt bei Herpes, Warzen und Co. Das haben die Wissenschaftler vor wenigen Jahren herausgefunden, dass diese antivirale Wirkung tatsächlich in der Pflanze enthalten ist. Die Bauern wissen das schon seit Ewigkeiten. Meistens das Vieh, wenn es auf der Weide ist, dann kann es vorkommen, dass sie um die Euter, ganzen Bauch und ums Maul so dicke Warzen bekommen von verschiedenen Gräsern und so weiter. Und die werden dann einfach mit dem Sud von der Pflanze behandelt. Also die geben den Sud zu trinken oder machen eine Salbe draus und tun das äußerlich auftragen oder als Breiumschlag und das wirkt dann super. Und dann nimmt man dann Blätter und Blüte? Oder? Dann nimmt man, ja, der ist sehr blühfreudig, dann nimmt man einfach die ganze Pflanze. So viel würde für 100 bis 200 Milliliter Tee reichen. Also überbrühen, 5 Minuten ziehen lassen und dann eben trinken. Meistens Warzen und so weiter, das lagert sich ja wirklich in der Darmflora ab, die Viren. Und dann kommen sie von innen heraus und dann kann man das theoretisch vorbeugen, beziehungsweise wenn jemand immer wieder Herpes bekommt, einfach mal eine Teekur machen mit dem Kraut. Also äußerliche Auftragung auch? Ja, also ich kann das in einen Lippenbalsam einarbeiten und auftragen. Oder eben innerlich. Oder einfach so die Pflanze. Wenn gerade akut was da ist, dann trage ich es auf. Okay. Das ist der kleine Wiesenknopf. Wird auch gerne Bimpermel oder Bibermel genannt. Echte Bibermelle. Das ist eine andere Pflanze. Von dem die lateinische Bezeichnung ist Sanguisorba. Also aufs Blut bezogen, stark blutreinigend. Sehr gut für die Verdauung, entschlackend, verdauungsfördernd, wenn ich zu viel und zu schwer gegessen habe. Fixer Bestandteil von der Frankfurter grünen Soße. Und wenn ich den so kaue, das Blättchen, das schmeckt richtig gurkenähnlich. Es hat ein feines Gurkenaroma. Äußerlich bei Insektenstichen, wundheilend, einfach so ein bisschen auftragen. Hat leicht blutstillende Eigenschaften. Auf den ersten Blick sieht das sehr ähnlich aus. Das mit der Seite, das so schön samtig ist, das ist der kleine Huflattich.
Die Pflanze kann ich als Wildgemüse essen. Ich kann die Blätter bei Sonnenbrand, bei Wunden, auch blutige, offene Wunden. Wenn man unterwegs ist und man schrammt sich das Knie auf, kann ich das super auflegen. Es ist leicht schmerzlindernd, leicht blutstillend. Und ja. Muss man das dann in welcher Seite aufmachen? Also kaputt machen oder einfach so drauflegen? Ich tue es meistens so. Bisschen reiben. Bisschen zerreiben. Ja. Und dann kommt das richtig raus. Mit der Unterseite. Mit der Unterseite. Ah, okay. Genau, das ist, sind praktisch Naturpflaster. Ich kann es auf Sonnenbrand schön auflegen, sie schön lindern. Wie gesagt, als Wildgemüse essen. Und die Pflanze ist deshalb interessant, weil da kommen zeitig im Frühjahr nach der Schneeschmelze die Blüten raus. Und die Blüten kennt man, wenn sie in die Apotheke gehen und einen Erkältungstee kaufen, dann ist fast immer Huflattich mit drinnen. Und erst wenn die Blüten komplett verblüht sind und schon lange nicht mehr vorhanden, dann kommen erst die Blätter. Und bei den Blättern ist ganz wichtig, dass wir die eben nicht mit dieser Pflanze zum Beispiel verwechseln. Das ist der wunderschöne grüne Alpendost. Er hat jetzt die Blätter und der hat leberschädigende Eigenschaften. Und eben nur der echte Huflattich ist so schön samtig. Und wenn man beide in der Hand hat, dann sagt man, das kann ich ja gar nicht verwechseln, wenn man unterwegs ist und vielleicht man findet nur ein Blatt, ist es vielleicht unsicher. Und also der hier heißt wie? Unechter Huflattich. Das ist der grüne Alpendost. Alpendost, richtig. Dost. Genau, Dost. Ja, Dost. Und das teuerste Klopapier der Welt ist nicht so samtig. Also wenn man unterwegs ist, Tempotücher haben mittlerweile so einen hohen Plastikgehalt, das verrottet 20 Jahre nicht. Deshalb lieber zur Natur greifen. Ach so, das wäre dann das Klopapier. Genau, da gibt es ja richtig schöne große Blätter. Auch die Nase zu putzen. Auch die Nase zu putzen? Ja, natürlich. Die echte Goldrute. Das ist eine ganz, ganz großartige Pflanze. Die haben wir heute auch überall gesehen. Die blüht jetzt endlich. Ich habe schon lange darauf gewartet. Die echte Goldrute. Hat, wenn Sie in die Apotheke gehen und Sie kaufen einen Nierenblasentee, Entwässerungstee, die Goldrute ist zu 90% enthalten. Ganz stark entwässernde Eigenschaften, eben reinigend, die ganzen Nierenblasen reinigend. Die Pflanze ist sehr, sehr empfehlenswert, wenn jemand Kummer hat, ob das jetzt Liebeskummer ist oder emotionalen Kummer, dann unterstützt mich der Tee, weil meistens Beziehungsgeschichten, die schlagen auf die Nieren und der beugt davor. Also der ist ein echter Seelentröster. Pflanze.